Nach dem schweren Erdbeben im Raum Fukushima in Japan wurden mindestens 4 Tote gemeldet. Mehr als 100 Menschen seien verletzt worden. Eine ausgegebene Tsunami-Warnung wurde wieder aufgehoben. Das Beben hatte eine Stärke von 7,3. Vielerorts fiel der Strom aus. In der Atomruine in Fukushima soll es keine größeren Unregelmäßigkeiten gegeben haben.